Shalom an die Auserwählten Israels, 144.000 und die Familien dazugehörigen. Heute eigentlich ein ganz kurzes Video, oder eher kurz, könnte man sagen. Und zwar wollte ich eigentlich nur kurz darauf eingehen, wer die 12 Stämme Israels sind, gemäß der Bibel, gemäß Prophezeiung, so wie es GMS, The Great Millstone, schon immer gelehrt hat, schon mindestens 30 Jahre. Okay, und unsere Lehre stammt von sogenannt One West, okay, sogenannte One Wester, alright. Es waren halt viele Gelehrte damals in Amerika, die mit den Grundsachen angefangen haben, nämlich zum Beispiel eben wie, wer sind die 12 Stämme und so. Und wir glauben auch, dass einige von denen bestimmte Personen aus der Vergangenheit sind, weil wir auch lehren, dass jeder reinkarniert ist. Das heißt, es gibt eine Geisterwelt, wo man Jahwe antrifft und seinen Sohn. Und dann gibt es eben noch die sogenannte Hölle, was nichts anderes als diese Erde ist. Okay, eigentlich erstmal egal, wie es klingt, sondern hier ist halt der Platz vom Judgment sozusagen, hier ist der Platz vom Gericht. Das heißt, hast du was Schlechtes getan in deinem vergangenen Leben, dann wirst du hier das Gericht dafür erfahren. Sprich, hier ist sozusagen, weil hier spürst du Schmerz zum Beispiel und so weiter und so fort. Ja, oder bei Yahawah wirst du halt nicht irgendwie da jetzt, also schon auch, klar kann den Spirit, den Geist quälen und so, aber hier ist halt erstmal so ein bisschen sozusagen der Platz des Gerichts sozusagen, okay, für seine vergangenen Leben und so weiter und so fort. Sprich, du könntest in deinem letzten Leben Massenmörder gewesen sein, könntest aber auch ein Apostel oder ein Prophet oder sogar König David sein. Okay. Aber wie gesagt, egal was du warst, in deinem nächsten Leben könntest du die Strafe oder eben den Lohn dafür, je nachdem, halt bekommen, ne? Und so weiter und so fort. Nennt man Reinkarnation, okay, und das sieht man in der ganzen Bibel über. Zum Beispiel, gutes Beispiel, Offenbarung, sogenannte Jesus Christus, Yahweh Shai selbst. Ich spreche hier mit den paläo-hebräischen Namen und Bedeutungen. Ist quasi in dem Vers, wo er sagt, lass uns das kurz einbringen, die ihn durchbohrt haben. Also sprich, es waren welche da, die haben ihn durchbohrt, damals auch Israeliten. Und die werden ihn sehen, wenn er zurückkommt mit den Wolken, mit den sogenannten UFOs, was wir auch lehren. Für uns sind sie IFOs, weil sie identifizierbar sind, nämlich als die Militärstreitwagen Israels, okay? Die die Propheten gesehen haben, fliegende Rolle und so, Wolken, die sich verwandeln und sowas zu UFOs und so, ne? Das sind alles Gefährte für die Engel, okay? Jesaja, nee, was für Jesaja? Nee, Moment. Auch die. Offenbarung 1,7. Ja. Offenbarung 1,7. Siehe, er kommt mit den Wolken, also mit den UFOs, weil Wolken ergibt keinen Sinn. Also, sprich, geistig gesehen sind es halt UFOs, wie gesagt. Weil du liest auch in der Bibel, der die Wolken zu seinen Flügel oder der die Wolken zu seinen. Who maketh the clouds his chariots, glaube ich, steht irgendwie drin. Moment, ganz kurz. Weil wir das, wie gesagt, das ist auch eine Lehre, die von One West ausging. Ich glaube, Apostel Tahar kam sogar damit dann. The clouds his chariots. Also in 2. Esdras liest du zum Beispiel, dass der Prophet einen Berg gesehen hat, der begann quasi zu fliegen. Okay, das heißt, der Berg war halt recht breit, ne, wie halt ein IFO aussieht. Und das ist halt dann einfach abgeflogen. Das heißt, es war auf jeden Fall ein sogenanntes UFO. Okay, weil es war wahrscheinlich jetzt nicht, was soll es sonst gewesen sein? Okay, einfach wenn man logisch denkt. Psalms 104,3. Also, es war halt ein ziemlich großes UFO. Wie gesagt, wenn Yahweh Shai kommt, dann wird er wahrscheinlich auf dem größten sein, weil es kommen viele. Aber er wird dann irgendwo auf dem riesigen, dann unter denen. Wahrscheinlich dann sein.
Who covered Vers 2, thyself with light as with a garment, also wie mit Licht, beschmückt er sich oder kleidet er sich wie ein Überzug halt oder wie halt was zum Anziehen. Wer die Himmel ausbreitet, wie halt einfach ausbreitet und so weiter. Who light the beams of his chambers in the waters, who make the clouds his chariot, siehst du? Who make the clouds his chariot, okay? Also wer die Wolken zu seinen Streitwagen macht, okay? Das heißt, die Wolken werden natürlich dann zu UFOs. Nicht wie man es jetzt hier sieht mit so zwei Pferden. Wie gesagt, ein Berg in Second Esuas wird wohl kaum zu zwei Pferden mit einem Radding da hinten, okay? Schwachsinn, okay? Verstehe die Bibel, verstehe, dass es UFOs sind, fertig, okay? Wie gesagt, Berg, okay? Keine zwei Pferde oder sowas. Also stimmt natürlich, was dann durch die prophetische Gabe, die mit GMS halt ist, dann offenbart wurde uns durch den Heiligen Geist, okay? Stimmt natürlich. Das haben wir nicht selber irgendwie alles uns ausgedacht oder sowas, sondern wir prophezeien zwar sozusagen zu 50% oder 60%, prophezeien ein Part steht in der Bibel, aber dadurch, dass wir die richtigen Israeliten sind, also die echten Israeliten, hebräischen Israeliten, wird uns durch den Heiligen Geist einfach halt Verständnis mitgegeben, was es sonst halt nicht gibt auf der Erde, okay? Das heißt, es ist nicht nur richtig, was wir sagen, sondern es ist halt auch zu 100% zutreffend. Aber, wie gesagt, siehe, er kommt mit den Wolken, also mit den UFOs, und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben, also auch die sind heute zurückreinkarniert in ihrer, was weiß ich, wievielten Generation. Irgendwann kam halt die Sintflut damals und so weiter. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde, ja, Amen. Okay, das heißt, er kommt mit den UFOs und diesen zum Beispiel reinkarniert. Dann hast du noch in Second Esuas hast du wieder den Propheten, wo er sagt, also Esuas hast du dann, wo er sagt, who shall deliver me in these days? Okay, da redet er von der letzten Zeit, wo halt der RFID-Microchip und sowas kommt. Und wenn er quasi sagt, who shall deliver me in these days? Woe is me, also Zerstörung ist mir, Zerstörung ist mir. Wer soll mich quasi retten in diesen Tagen? Dann redet er von sich, reinkarniert in der späteren Zeit, weil Estwas wurde eben nicht in den letzten 100 Jahren geschrieben. Sprich, er redet von einer kommenden Zeit und er redet davon, dass er in dieser kommenden Zeit, viel, viel später, zurück sein wird, reinkarniert. Okay, weil wie gesagt, Israeliten hatten dieses Verständnis schon immer. Es war zwar tatsächlich eine gute Zeit verloren, aber wie gesagt, wir teachen schon seit mindestens 30 Jahren. Also es ist im Endeffekt nur eine Frage der Zeit gewesen, bis wir wieder aufwachen und unsere Identität zurückbekommen. Weil es ja immer noch Leute da draußen gibt, die sich als Juden ausgeben, aber keine sind. Synagoge Satans laut der Offenbarung auch darunter bekannt. Okay. Ja, also Reinkarnation ist natürlich hier nichts Ungewöhnliches. Okay. Aber lass uns mal mit 1. Korinther 7,31 beginnen, denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Okay. Kommt aber jedem zugute, weil die neue Welt ist unbeschreiblich besser. Okay. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wer sind die 12 Stämme Israels? Okay, weil das gehört zur Grundlehre, die wir lernen dazu, einfach zu wissen, wer die Israeliten, die hebräischen Israeliten denn überhaupt sind. Okay. Das gehört halt dazu. Das ist eines der das Grundwissen. Okay. Nicht nur Reinkarnation, Esau, der sogenannte weiße Mann, ist der Devil. Devil heißt Deceiver, also Täuscher. Okay, die Leute schauen halt nicht, was ein Wort bedeutet, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen. Okay, Israeliten, zwei Drittel wissen es auch nicht, 66,6%, die laut Sacharja 12 oder 13 ausgelöscht werden, weil sie nicht Buße tun wollen und halt einfach zerstört sind, weil sie zu wenig wissen oder nichts wissen wollen. Sprich, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also das gehört halt einfach zum Wissen dazu. Okay, dann gibt's halt uns, die hebräischen Israeliten, in jeder Nation zerstreut, weil wir uns durch die Zeit auch, okay, ist ja ziemlich lange her mit Abraham, Isaak und Jakob, nicht gemixt, okay? Weil heute ist jeder gemixt, wenn du dir anschauen würdest, wie die so DNA-technisch zusammengebaut sind, die Leute, okay? Sondern einfach, wir haben uns mit deren Frauen gepaart, okay? Dann kommen die Babys immer ein bisschen anders raus, je nachdem, was du für eine Frau du einschlägst, verstehst? Okay?
ist nichts Ungewöhnliches und es hat auch nichts mit Mixen oder sowas zu tun, weil wie gesagt, jeder gemixt ist. Aber du kannst anhand der Linie des Vaters, nicht der Mutter, okay, kannst du eben auf Jakob zurückkommen und Jakob wurde der Segen versprochen, nämlich anders wie bei seinem Bruder. Sein Bruder hat das Schwert als Segen bekommen, weil er auch was wollte, nachdem er seins verkauft hat, was aber sowieso nie seins war, gemäß Prophezeiung. Also Vorhersage von Jahwe allerdings, nicht von irgendeiner Hexe oder sowas, okay, was, weißt schon, was ich meine, sondern von Jahwe selbst, also da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und halt, wie gesagt, Ishmael hat auch sein Blessing, also auch hier so halt wie Esau eigentlich den Segen von die Dickheit der Erde sozusagen. Okay. Also die können halt jetzt quasi ihr Segen nutzen. Okay. Und unser Segen ist halt, weil wir the former of all things sind, also weil wir halt von vornherein schon auserwählt waren, ist unser Segen halt viel, viel größer. Aber nur wir werden es halt auch zur Fülle erfahren, was es eigentlich bedeutet, weil wir können es uns halt nicht ausmalen, weil es halt einfach zu krass ist. Okay. Um es kurz zu fassen. Okay. Weil die ganzen Witches, also die ganzen Reichtümer und so, die sind alle noch nicht auf der Erde, okay? Wie gesagt, wenn wir sowas lesen, dann lesen wir von, die Welt wird, also das, was auf der Welt ist, wird viel mehr gehen, okay? Weil die Welt wird nicht gehen, nur Esau Edom, seine boshafte Regierung wird gehen, okay? Sein Königreich wird sozusagen zerstört. Mit der Wiederkunft, wenn mit den UFOs und sowas, das ist sozusagen dritter Weltkrieg, das Ende vom dritten Weltkrieg. Weil sonst würden sie sich alle hier in die Luft jagen. Okay. Aber das soll nicht sein, weil die Welt bleibt bestehen. Unser Königreich von den sogenannten Negern, Latinos und Indianern oder halt einheimischen Indianern wird hier auf der Erde aufgebaut und nicht irgendwo anders. Okay. Weil ultimativ ist dies unsere Erde, auch wenn Satan seine Regentschaft hier momentan noch hat. Weswegen wir halt einfach hier im Endeffekt predigen. Okay. Okay, weil es halt noch nicht da ist. Okay. Also wir arbeiten quasi dafür. Und fangen wir einfach mal an. Wir sind die 12 Stämme. Okay, kurzes Video. Juda haben wir die amerikanischen sogenannten Schwarzen. Also halt einfach, ich weiß nicht, ob das GMS ist hier, aber wir nennen uns normalerweise nicht schwarz. Schwarz ist eine Farbe, genauso wie weiß. Speziell Esau Edom ist nicht weiß, sondern rot, weil man das Blut durch die Haut sieht. Okay, laut der Bibel. Wenn man ins Hebräische geht, die Bibel wurde ja auf Hebräisch geschrieben, bekannterweise nicht auf Englisch oder Deutsch, wie es manche eventuell sogar glauben. Hoffe ich nicht, aber manche tun es wahrscheinlich. Dann haben wir Benjamin, die Westen Indianer, sogenannten Schwarzen. Dann haben wir Levi, die Haitianer. Und das sind jetzt die Negerstämme. Okay, das Südreich. Okay. Das Südreich ist es so, dass du in Afrika viele Bantu-Stämme hast. Was jetzt nicht heißt, dass wenn du ein Land hast, was Bantu ist, dass dann jede Region dort gleich Bantu ist, jede Region dort nicht auch hamitisch sein kann. Das behaupte ich damit nicht, aber es gibt bestimmte Gebiete, die eben in einem Land auf jeden Fall Bantu sind. Und dann gibt es Gebiete, die es eben nicht sind. Okay, da kommt es ja drauf an, wo man herkommt. Aber grob gesagt kann man sagen, Westafrika bis Südwestafrika. Okay? Ich komme zum Beispiel aus Angola her, im Norden ziemlich, und da wo ich herkomme, da weiß ich, dass da der Stamm Levi herkommt. Okay? Ich für meinen Teil hatte da auch einen interessanten Traum dazu. Aber durch Prophezeiungen sind wir halt in diesen Ländern gelandet, deswegen würdest du heute in Haiti auch zum großen Teil Levi begegnen. Okay? Dann hast du halt so Ausnahmen wie zum Beispiel Benjamin auch in Jamaika. Okay, deswegen kannst du hier nicht einfach alles draufschreiben, es wäre zu kompliziert. Aber wenn du jetzt nach Jamaika gehst, hast du dort zum Beispiel oft den Stamm von Benjamin. Okay, deswegen reden die auch so, wie sie reden, beispielsweise nur. Okay, und so weiter. Okay, und Juda ist halt hauptsächlich die Israeliten in Amerika. Selbst Hitler wusste, dass die Israeliten, wie er gesagt hat, was hat er gesagt? The Jewels of God in America. Ist hauptsächlich Juda und so in Amerika, okay. Dann hast du, wie gesagt, noch die Inseln und so. Ephraim und Manasse sind zwei große Stämme, okay, also richtig viele, viele Menschen, okay, sind in diesen zwei Stämmen.
Die Puerto Ricaner und die Stamm Manasse, die Kubaner, okay. Und jetzt mit den zwei Stämmen beginnt halt das Nordreich. Okay, du liest immer vom Nordreich und Südreich Israels, okay, vor allem als wir uns getrennt hatten. Aber wir sind immer noch dieselben Leute natürlich und wir kommen alle von Jakob, väterlicherseits natürlich, okay. Weil der Segen zu dem Same von Jakob gegeben wurde, okay. Deswegen läuft es natürlich auch nach väterlicher Linie und so, wenn du halt in der Bibel schaust. Also nicht wie die Fake-Juden das, wie gesagt, behaupten oder so. Also sprich, du hast halt, wie gesagt, trotzdem dieselben Leute, auch wenn wir manchmal zu oder sehr verschieden sind. Okay, ist Nordreich und Südreich, okay, wir sind dieselben Leute, wir sind Brüder. Okay, auch wenn es manchmal tatsächlich nicht so aussieht, manchmal bei den zwei Dritteln, okay. Mit den ein Dritteln sieht es natürlich immer so aus. Okay. Aber wir sind halt dieselben Leute und deep im Spirit, also deep im Geist, wissen wir das. Deswegen wird sich das auch so austragen, wenn du es beobachtest. Okay, kannst du es beobachten zumindest. Okay. Simeon, Dominikaner, Zebulon, Guatemala to Panama, also die Maya-Leute so. Die waren, also ich glaube, als erstes waren die Azteken, dann waren die Inka, dann die Maya, so von der Zeit her. Aber die waren halt alle früher schon in Amerika, natürlich schon bevor dann Esau reinkam und alle abgeschlachtet hat, aber im Endeffekt waren die halt als erstes in Amerika, weil ihnen das Land gegeben wurde, geschenkt wurde von Jahwe sozusagen. Das liest du in den Apokryphen, oder auch teilweise in vielen Filmen kannst du das sogar sehen, weil es halt einfach nur allzu bekannt ist oder allzu faktisch belegt ist, okay. Und sie sind dann übers Wasser, okay, über die Wasser heißt es, gereist nach Amerika in ein Land, wo noch niemand gewohnt hat. So war es halt damals, okay. Und deswegen war das Nordreich halt als erstes dort sozusagen und sind halt dann dort auch von den Boten abgekommen, wie zum Beispiel keine Menschen opfern und so. Schau mal zum Beispiel Azteken und so. Wie auch immer, die kannten sich mit den Zeiten aus, das ist zum Beispiel das Blessing von Issachar, den Mexikanern, wie wir es gleich sehen nochmal. Azteken, also es hat schon alles seinen Grund, wieso es so ist, okay? Und du kannst es auch hier wissenschaftlich nachverfolgen, was wir hier sagen. Okay, wie gesagt, das sind die Israeliten und es hat seinen Grund, wieso sie abgefallen sind, wieso sie dort gelandet sind und ermordet wurden, wie auch wir Negerstämme, weil wir halt die Gebote nicht gehalten haben. Die einen sind so abgefallen, die anderen sind anders abgefallen, okay? Aber im Endeffekt sind wir alle, wie gesagt, dieselben Leute, die eben verflucht wurden, weil sie Gebote nicht gehalten haben, aber jetzt wieder zur Identität zurückkommen und dann eben hier sogar sowas möglich ist durch den Heiligen Geist, okay, eine direkte Auflistung durch Prophezeiungen, wo diese Stämme noch so gelandet sind und wie die halt heute alle zu finden sind und sowas, okay. Hast du gerade die gebürtigen amerikanischen Indianer, okay, gerade. Dann hast du Zebulon, Guatemala to Panama, also die Maya, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, weiß ich nicht. Dann Ruben, die Seminole-Indianer, okay. Und wenn du schaust, im Deutschen jetzt hier Seminolen. Die Seminolen sind eine Ethnie der Indianer Nordamerikas. Vor der ethnischen Säuberung durch die Vereinigten Staaten lag ihr Siedlungsgebiet im nördlichen Florida. Heute leben sie in überwiegend Oklahoma sowie im Süden Floridas. Während des 18. Jahrhunderts wanderten Angehörige der Creek und, und. Also in indigener Völker aus dem Gebiet der heutigen Bundesstaaten Mississippi, Alabama und Georgia. Achtung, zu ihnen kamen noch entlaufene afroamerikanische Sklaven. Okay, also wie gesagt, wir haben alle zusammen die Flüche erfahren. Okay, es liest in Deuteronomium, also 5. Buch Mose, Kapitel 28. Okay, liest von den Flüchen, was passiert, wenn du die Gebote nicht hältst. Und dann liest du, was wir gemacht haben. Dann hat er uns bestraft. Okay, durch Esau Edom. Esau Edom ist seine Battle-Axe sozusagen, was wir auch gleichzeitig sind, vor allem in dieser letzten Zeit gegen die Heiden. Okay, die gegen uns kommen, mehr oder weniger. Aber halt, sage ich mal, Esau, die Axt, die ist halt einfach nicht mehr zu gebrauchen. Deswegen lässt halt Jahwe sie jetzt einfach sozusagen dahin liegend, okay? Weil er braucht sie halt nicht mehr. Er hat uns bestraft, aber wir sind halt jetzt wieder aufgewacht. Verstehst? Also es hat schon alles seinen Sinn und Zweck, wieso man die Dinge so verlaufen sieht, wie sie verlaufen. Kann auch keiner bestreiten. Aber wir wollen hier nicht zu viel hier lesen und so weiter, okay? Das kann man sich hier auch selbst gerne durchlesen. Also sind dann einfach, ja, es sind halt weitere Indianer in weiteren kleineren Gruppen
Wie gesagt, alle gehen auf Jakob zurück, aber halt nochmal eine andere Ethnie hier. Okay? Oder andere Stamm und so. Weil wie gesagt, wir kommen jetzt auch hier zu Asher, okay? Kolumbien, Uruguay, Imkas, okay? Issachar, da bin ich zum Beispiel scattered, also sozusagen vertrieben dahin so ungefähr, als Levit, okay? Weil die Leviten sind halt in den Stämmen verteilt und so, okay? Ich glaube, dass ich da irgendwie verteilt wurde, so. Keine Ahnung. Jedenfalls sind es die Mexikaner, okay, Azteken. Und also ich hatte so einen Traum deswegen. Wie gesagt, Mexikaner sind wieder ein bisschen andere Leute wie hier die oberen Stämme, okay. Aber es ist halt alles ist Nordreich. Und im Endeffekt kommen die alle halt auf Jakob zurück. Aber wie gesagt, die waren als erstes in dem Land, was ihnen von Gott gegeben wurde, was halt Amerika heißt, in der Bibel auch Babylon die Große genannt. Oder die Hure Babylon oder so, okay. Welche zerstört wird, was wir auch lehren gemäß der Bibel, ziemlich zeitnah durch ICBM, Atombomben, okay, als erste Landmasse, die es halt ziemlich krass dann erstmal bekommt. Und dann natürlich auch andere Länder wie zum Beispiel Israel momentan, weil da die Fake-Juden drin sind, okay, weil es muss halt erstmal zerstört werden dort, dass dann wir drin wohnen können und dass die Heiden für uns das quasi aufbauen können wieder. Okay, weil wir werden das nicht selbst aufbauen oder sowas. Wobei es natürlich auch den Teil gibt, wo Jahwe das Königreich runterbringt, wo wir dann natürlich selbst nie was arbeiten müssen und so, aber weißt schon, was ich meine. Dann haben wir Naftali noch, Argentinier und also bis Chile und so weiter. Was man noch zu Asche sagen kann, viele von Brasilien, weil das tue ich auch immer in meine Beschreibungen mit rein, sind zum Beispiel Israeliten vom Tribe of Asher. Ich glaube, die sind da ziemlich auch, was das angeht, so, weiß schon, in den Ghettos und so und wie auch immer man es sehen mag, betroffen halt einfach von den Flüchen, okay? Wie gesagt, Tribe oder Stamm Asher, Kolumbien, Uruguay, Inkas und wie gesagt auch viele, viele in Brasilien und so die umliegenden Länder, okay? Also es grenzt hier gar nichts ein, wie gesagt, Bantu-Völker in Afrika sind auch Israeliten, okay? Aber wir sind alle, gehen wir, wie gesagt, väterlicherseits auf Jakob zurück und alle sind wir Israeliten. Der eine ist nicht besser wie der andere. Deswegen sagen wir zum Beispiel, wenn du jemanden von GMS hörst, okay, vom sozusagen Judah all the way down to Issachar, dem Mexikaner, okay. Deswegen sagen wir sowas immer, weil wir halt ziemlich nah, so, ziemlich weit auseinander sind, so vom eigentlichen her, aber doch halt direkt miteinander verwandt sind, sozusagen, okay. Also eigentlich ganz einfach und das ist halt so das Grundwissen, was man auf jeden Fall wissen sollte dann, okay. Hier hast du nochmal ein bisschen was anderes noch mit drin. Hier hast du ein paar Flaggen noch mit drin. Das siehst du auch hier jetzt bei Asia Brasilien, siehst du? Also ist, wie gesagt, man kann es immer auf diese Länder zurückführen. Und was jetzt nicht heißt, dass jeder dort Israelit sind, aber das heißt, dass du dort Jakob auf jeden Fall, wo wir sagen halt immer Jake, wenn du Jake hörst, dann heißt es Jakob, weil Jakob wurde später laut der Bibel zu Israel umbenannt. Okay, also wenn es um Jake geht, dann geht es um Jakob. Okay. Ja, und dann siehst du halt hier nochmal ein bisschen was, okay. Also eigentlich ganz einfach und so. Und wir sind halt momentan noch dabei, uns zu sammeln, aber es wird halt kommen, wenn die Chariots, die sogenannten UFOs, weil die haben auch Aufgaben, okay, deswegen sind die halt auch einfach praktisch, okay, werden diese uns sammeln und von überall, wo wir halt zerstreut sind auf der Erde, werden die uns halt einfach hochbeamen, so während komplett alles einfach zerstört wird, okay. Wie gesagt, die tun auch Laser und so schießen, das ist nicht lustig. Sammeln, wo sie zerstreut sind. Vor allem die Smile-Zeichen, also den RFID-Chip und so angenommen haben und so weiter. Und so. So wird der Herr, also hier würde stehen Yahweh, dein Allerheim, also deine Kraft sozusagen, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich Yahweh, dein Allerheim, zerstreut hat. Also sprich, er wird uns wieder sammeln. Und Jeremia 31,10, also wir könnten den ganzen Tag weitermachen. Hört das Wort von Yahweh, ihr Heidenvölker, und verkündigt es auf den fernen Inseln und sprecht übrigens die Heiden im Neuen Testament, wie wir lehren, One Wester, wie gesagt. Aber GMS, okay, weil es kommt viele aus One West und IYC ist nicht in der Wahrheit, okay, die haben nicht mal einen Namen. Und lauter so Sachen, okay. Gibt es auch viele Visionen und so darüber, wie die es halt einfach, wie halt die einfach auf dem Holzweg sind und wir nicht, okay.
Okay. Aber lass mal weiterlesen. Und verkündigt es auf den fernen Inseln und spricht, der Israel zerstreut hat, Jahschuala, der wird es auch sammeln und wird es hüten, wie ein Hirte seine Herde. Okay, also ganz klar hier wieder. Ein und dasselbe, so spricht der Herr. Ich will euch aus den Völkern sammeln und euch aus den Ländern, in denen ihr zerstreut worden seid, wieder zusammenbringen und euch das Land Jahschuala wiedergeben. Okay. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht nachgraben und stehlen. Deswegen machen wir die Arbeit, okay, weil wir wissen, was kommt. Und dann haben wir noch, okay. Ja, das war eigentlich so das Wichtigste erstmal so. Matthäus 12,30 noch, okay, ganz kurz. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Okay. Also du hast ja ein ganz einfaches Prinzip, dass Gott eben, okay, da wo wir zerstreut sind, uns da wieder sammeln wird, weil wir eben von diesen Kulturen, wo wir hineingeboren sind, okay, deswegen sind auch die Heiden im Neuen Testament nicht irgendwelche anderen Nationen oder irgendwelche Leute, was die Christen sich da ausmalen gerne, okay, sondern sind halt Israeliten, dem Fleische nach, aber auch dem Geist nach, sind halt aber zum Beispiel als Grieche aufgewachsen und werden deshalb zum Beispiel auch Grieche genannt, wie zum Beispiel Timotheus, sein Vater, okay, sind aber natürlich Israeliten, aber das Problem ist, das Kind wächst halt in dieser Kultur auf und sowas und verhält sich dann auch so und spricht auch so und sowas. Ja, deswegen werden sie halt oft in der Bibel auch so genannt, wo, wie, wo, da, wo sie leben. Okay, ich lebe in Deutschland, bin ich deswegen kein Israelit? Natürlich nicht, sondern ich bin Israelit und ich lebe in Deutschland und ich würde mich persönlich, wenn mich jemand fragt aus dem Ausland, Deutsche nennen. Okay, aber ich würde auch sagen, dass ich Israelit bin, dem Fleische nach. Okay, also ganz Prinzipien, die halt einfach die Heiden nicht wissen. Okay, und Israeliten, zwei Drittel Israels, die halt einfach keine Ahnung haben und auch Heiden sind laut der Bibel, eben durch ihr. Durch ihren State of Mind, wo sie keine Ahnung haben, im Endeffekt, darauf wird es hinauslaufen und darauf wird es auf sie kommen, sozusagen. Okay. Dadurch, okay, sind halt Heiden, okay, und sie müssen halt einfach für ihr Unwissen zerstört werden. Aber wie gesagt, das ist alles Fantasie und es hat nichts mit der Bibel zu tun. Okay, wir haben das richtige Verständnis und das ist das richtigste richtige Verständnis, okay, und so wirst du es auch kommen sehen, ganz egal, ob du es glauben magst oder nicht. Okay, so ist es halt einfach, okay. Also wie gesagt, Heiden, auch mit Palmen hier, Offenbarungen und sowas, sind alles Israeliten, die teilweise sogar so aussehen, komplett wie also zum Beispiel da so ein Japaner. Er ist halt komplett Israelit, Vollblut. Ist eine Blutsache, wie gesagt, was wir hier lehren. Okay. Aber sieht halt komplett aus wie ein Japaner, nur so ein Beispiel. Okay. Oder dieser Chinese da, wie heißt der? Bruce Lee. Okay, der ist auch komplett Israelit. Hatte die Wahrheit gehabt, wahrscheinlich nicht. Aber hey, er wird wahrscheinlich mehr oder weniger, okay, gut möglich, einer von den mit den Palmen. Offenbarung, lass mal kurz lesen. Okay. Mit Palmen in den Händen, okay. In den Händen. Also alle Israeliten, auch wenn sie so aussehen, okay, Vollblut und so, okay, die werden auch da sein, aber keine, nicht irgendwelche Heiden von anderen Nationen, okay, sondern wie gesagt, ihr Blut geht halt einfach zu Jakob zurück, okay, kann man nichts machen, ist so. Zu denen wird auch gesprochen in der Bibel, okay. Zu anderen wird gar nicht gesprochen in der Bibel, ganz einfach, okay. Palmen in der Hand, Offenbarung. Also was sie da alles da sich gerne wünschen, ist einfach nicht der Fall. Okay. Weil sie dann immer sprechen von allen Nationen, von allen Zungen und von allen und so weiter. Im Endeffekt das, was wir lernen, okay? Sie leben dort, sie sehen teilweise sogar so aus, wie wir uns mit den Frauen dort angetan haben, leider. Okay. Aber im Spirit werden sie wieder zu der Wahrheit zurückkehren, im besten Fall. Okay. Offenbarung. Okay, um die Älteste geht es jetzt erstmal gerade nicht. 24 Älteste. Also wir werden dann erstmal alle weiß gekleidet, okay, strahlendes Weiß, mit Palmen in den Händen. Hier schau, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen, okay. Ah, es ist sogar das, 7,9. Okay, danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, weil wir extrem viele sind. Sand, wieder Sand am Meer sind wir. Okay, das heißt, wir sind nicht wenig, sondern wir sind eher viel, aber du liest auch über die Heiden, dass sie viel sind. Also im Endeffekt wird es immer auf den Spirit, auf den Glauben und auf die Wahrheit hinauslaufen, ob man sie hat oder nicht. Wie gesagt, als Malzeichen des Tieres ist das auch eine große Herausforderung, okay, für Israeliten. Es wird nochmal zeigen, wer die Elekt sind, die 144.000, weil die Welt wurde eigentlich nicht mal für ganz Israel gemacht, sondern eigentlich nur für die 144.000 aus Israel, nämlich die ein Drittel, die nicht zu den zwei Dritteln gehören, verstehst? Also sprich,
aus allen Heiden und Völkern und Sprachen. Wie gesagt, wir sind in allen Völkern. Okay. Keine Ahnung, ob da irgendwo im Norden jemand sitzt und schaut unsere Videos. Okay. Welche und Sprachen. Okay, weil logischerweise sprichst du dann auch okay, die Sprache, wo du lebst. Okay. Wie gesagt, sind alles logische Gedankengänge. Vor dem Stuhl hat nichts mit Fantasie oder sowas zu tun, wie es die Heiden gerne auslegen würden. Vor dem Stuhl stehend und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in den Händen. Okay? Also ganz easy hier. Okay, und wir sind auch darauf eingegangen, wer die Israeliten sind. Die hebräischen Israeliten, wie gesagt, weil Esau ist auch ein Hebräer. Der Bruder von Jakob. Sind Zwillingsbrüder. Er ist als erster auch aus dem Bauch rausgekommen, ist aber nicht viel älter sozusagen, weil Zwillinge und so. Okay? Und dann hast du Ishmael, der ist auch ein Hebräer. Okay? Also Hebräer sind viele, aber hebräische Israeliten, wo wie gesagt der Segen rauskam durch Abraham, okay, Glaube, okay, gerechtfertigt, du hast Glaube, du bist Hebräer, du kommst von Abraham, dann hast du Isaak, Ishmael ist sein älterer Bruder, dann hast du von Isaak Kinder Jakob, okay, und dann hast du bei Jakob, hast du wie gesagt den Segen Israels, okay, sein Same wurde eben da gesegnet und so, okay, deswegen geht es halt nach väterlicher Linie und so. Und wie gesagt, das sind alles Hebräer. Okay, auch Abraham, aber hebräische Israeliten ist immer ein Unterschied, okay? Weil, wie gesagt, es reicht nicht von Abraham zu kommen, es reicht auch nicht von Isaak zu kommen, sondern du musst von Jakob kommen, verstehst? Also ganz easy eigentlich, nichts Kompliziertes oder sowas. Und es sagt doch die Bibel, dass das Evangelium einfach ist, okay? Aber wenn es doch einfach ist, dann gibt es doch nur eins und alles andere ist, selbst wenn es ein Engel vom Himmel dir erzählen würde, ein Fluch, ultimativ zu dir, okay? Wenn du so weiter, weißt schon? Und es steht hier in der Bibel, okay, also es gibt nur ein Evangelium, alles andere ist laut der Bibel ein Fluch, okay. Und der Täuscher gehört Jahwe, auch der Getäuschte, das heißt, er kann dich, wenn es blöd läuft, verblenden und so, okay. Das macht er mit vielen Israeliten, so gerade in der Zeit, okay. Ja, es zeigt, in welcher Zeit wir sind, okay, aber ich will es jetzt hier nicht in die Länge ziehen. Shalom, ich hoffe, das war jetzt ein gutes Überblick-Video, okay. Schaff's doch, okay? Ciao.